Hey, willkommen zurück. Heute sprechen wir über die beiden größten Dinge, die du äußerlich in dir verändern kannst, um mehr Erfolg bei Frauen zu haben. Also kommen wir mal zu einem relativ unbeliebten Thema, aber einem ganz wichtigen Thema, nämlich wie siehst du aus, deine Looks sozusagen. Und da gibt es ja immer wieder Debatten darüber, ist das wichtig, ist das nicht wichtig, wie sehr ist das wichtig. Ich sage dir, es ist eine wichtige Sache. Wie sehr ist es wichtig, das hängt wirklich von verschiedenen Faktoren ab und man kann da keine generelle Antwort geben. Aber es ist einfach ein Punkt, um den man sich unter anderem kümmern sollte und kümmern muss. Und ich habe da schon mal ein Video gemacht, das kann ich dir auch nur empfehlen, das anzuschauen, denn genauer werde ich darauf in diesem Video nicht eingehen, über die zwei größten Punkte, nämlich über deine Kleidung und deinen Fitnessstatus, sage ich mal. Thema Kleidung, da habe ich mal ein ganzes Video zu gemacht, das verlinke ich dir hier, erster Link in der Beschreibung, da zeige ich dir die Basics, die du benutzen kannst, um einfach generell erstmal gut auszusehen. Denn das macht einen Unterschied. Warum macht das einen Unterschied? Wenn Frauen, also ein ganz einfaches Beispiel, nehmen wir an, du bist im Anzug unterwegs oder in deiner Jogginghose. Ja, du machst natürlich einen ganz anderen Eindruck auf die Menschen, natürlich einen ganz anderen Eindruck auf die Frau, die du ansprichst. Mit der Jogginghose bist du wahrscheinlich der Typ, der, keine Ahnung, mittags in der Stadt mit der Jogginghose rumläuft. Okay, ist er arbeitslos, was läuft bei ihm? Mit dem Anzug bist du dann vielleicht eher, okay, ja, der scheint irgendwie erfolgreich zu sein, der hat auf jeden Fall Arbeit. Und all das sind positive bzw. negative Dinge, die direkten Einfluss darauf haben, wie man andere Leute wahrnimmt. Ne, das kannst du auf der Straße ja selbst mal beobachten. Schau dir mal gut angezogene Männer an, schau dir schlecht angezogene Männer an und guck einfach mal bei dir selbst, hey, was denke ich jetzt über diese Leute? Das nennt man den ersten Eindruck. Das muss nichts damit zu tun haben, dass es der richtige Eindruck ist. Das muss nicht die Wahrheit sein und darum geht es hier aber auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, den ersten Eindruck. Darum geht es. Es geht nicht darum, ob es wirklich wahr ist. Das heißt, ich will jetzt auch hier in dem Video keine Diskussion darum führen, ob das richtig oder falsch ist, wenn man Leute so bewertet. So bewerten wir Leute nun einmal und es geht hier nicht darum, ob es richtig oder falsch ist, auch moralischen Sicht aus gesehen, sondern es geht darum, dass es so ist und dass wir damit arbeiten wollen. Das heißt, zieh dich gut an. Wie gesagt, erster Link in der Beschreibung, kläre ich das Thema genauer. Das andere Thema und wahrscheinlich das weitaus größere Thema ist tatsächlich dein körperlicher Fitnesszustand. Das ist wahrscheinlich die eine Sache, wenn wir uns jetzt wirklich Äußeres, also wenn wir uns Looks angucken, also wie du aussiehst, dann ist fit zu werden die eine Sache, die den allergrößten Effekt darauf haben wird, wie viel Erfolg du mit Frauen hast. Beispiel, ich habe einen Kumpel, ein guter Kumpel von mir, der ist immer schon sehr gut mit Frauen gewesen. Also der konnte das generell, der hatte das drauf. So. Der war aber sehr skinny, sehr dünn. So. Und dann hat er angefangen zu trainieren und ist mittlerweile sehr, sehr muskulös, fast schon ein bisschen zu muskulös, aber einfach breite Schultern, groß, breite Arme, so eine richtige, ja, Beschützerstatur, wenn du so willst. Und er hat mir selbst berichtet, wie viel mehr Erfolg er mit Frauen auf einmal hat, nur wegen dieser Änderung. Er war vorher schon gut mit Frauen, hat wirklich schon viele Frauen gehabt vorher, aber dann war es noch mehr, noch einfacher, so erzählt er. Und das Schöne ist, dass das so eine Sache ist, die wirklich jeder machen kann. Dein Aussehen, so wie du erstmal aussiehst, dein Gesicht, wie groß du bist, das sind Dinge, da kannst du jetzt nicht viel dran machen. Klar, wenn du da jetzt ein bisschen benachteiligt worden bist, dann ist das in dieser Hinsicht scheiße für dich, aber nichts, was du ändern kannst. Deswegen akzeptiere es ruhig, beiseite, nicht weiter darum kümmern. Aber das kann wirklich jeder ändern. Darum kann sich wirklich jeder kümmern. Das heißt, auch wenn du ein bisschen übergewichtig bist, einen Bauch hast, nicht viel Sport machst, dann liegt das vollkommen in deiner Verantwortung. Und bitte, nochmal, ich sage hier nicht, du musst das machen, um Erfolg mit Frauen zu haben. Oder das ist ganz wichtig und es geht nur ums Aussehen, okay? Fangen wir nicht mit diesen Debatten an. Das ist wirklich nicht das, worum es hier gehen soll. Es geht einfach nur darum, das ist die eine Sache, mit der du den meisten Erfolg haben kannst, wenn es rein um das Äußerliche geht, neben der Kleidung. Ne? Also wirklich, wenn du zum Beispiel sehr übergewichtig bist und du hast dann nämlich zum Beispiel auch eine andere Gesichtsform, wenn du übergewichtig bist, hast du zum Beispiel ein etwas volleres Gesicht und das wirkt gleich weiblicher, femininer. Ein männlicheres Gesicht ist eher kantiger. Wenn du jetzt abnimmst, dann wirst du auch im Gesicht abnehmen und das definiert deine Jawmuskeln, heißt es im Englischen, deine Wangenknochen definiert das, wenn du Körperfett verlierst und im gleichen Zug die Muskeln aufbaust, wobei das jetzt mit dem Gesicht nichts zu tun hat. Und das macht einen anderen Eindruck, das lässt dein Gesicht oder dein allgemeines Auftreten attraktiver wirken. Na, stell dir mal mich vor, so wie ich jetzt aussehe, mit, keine Ahnung, 150 Kilo Übergewicht. Das würde meine Attraktivität deutlich nach unten ziehen. Und das ist halt das Tolle, so kann jeder Mann, fast jeder Mann, egal an welchem Punkt er steht, deutlich an seiner Attraktivität arbeiten, wirklich von sich selbst aus, wenn er das denn möchte, wie gesagt, muss er ja nicht, einfach nur indem er trainieren geht. Denn wenn du breite Schultern bekommst,
ein breites Kreuz. Das sind alles Sachen, die du trainieren kannst, egal von wo du kommst. Glaub es mir. Ich bin selbst nicht in einer guten Position, was diese Trainingssachen angeht, gentechnisch gesehen anscheinend. Aber man kann das auf jeden Fall verbessern, wenn man das möchte, wenn man da Bock drauf hat. Vielleicht machst du es auch einfach, weil du Spaß dran hast zu trainieren. Na, das ist auch wieder so eine Sache. Ich sage nicht, boah, du musst es machen, mach es für die Frauen, sondern überleg dir halt, ob du es machen willst. Alles cool. Aber das macht einen riesen Unterschied. Denn diese Form, eine breitere Form, ein etwas muskulöserer Mann mit, wenn es geht, eher wenig Körperfett, der erweckt einen anderen Eindruck auf Frauen. Erstens triggert das diesen Beschützerinstinkt im Sinne von, der könnte jeden Angreifer aus dem Weg räumen. Und auch hier wieder, könntest du jeden Angreifer aus dem Weg räumen, nur weil du muskulöser bist? Das hat damit nichts zu tun, unbedingt, nicht unbedingt. Ja? Ist natürlich klar, dass du ein bisschen stärker bist körperlich als jemand, der klein ist und unmuskulös, aber der könnte ja Kampferfahrung haben und dich platt machen. Es ist wieder nur eine Wahrnehmung. Aber das ist das, worum es geht. Ne? Oder sie sieht dich und du bist sehr muskulös, sehr durchtrainiert, das hast du dir erarbeitet. Ne? Daran kannst du arbeiten, das ist ja das Schöne, hier hast du Einfluss, das finde ich toll daran. Und ist dann vielleicht erinnert an irgendwelche Models aus Magazinen und denkt dann automatisch, boah krass, der hat auch andere positive Eigenschaften. Das Ganze nennt man Halo-Effekt, das ist eine Theorie aus der Psychologie. Wenn wir eine Sache sehen, dann dichten wir diese Sache gleich andere Dinge an, die dazu passen. Das heißt, wenn du jetzt einen sehr attraktiven Menschen siehst, dann ist es für dich leichter, dir vorzustellen, dass der erfolgreich im Beruf ist oder viele Freunde hat. Das muss nicht so sein, aber das ist der Halo-Effekt. Das heißt, eine positive Eigenschaft lässt uns mehrere positive Eigenschaften hinzudichten. So kann ein gutes Aussehen, ein durchtrainierter Körper dafür sorgen, dass die Frau andere positive Eigenschaften mit dir verbindet, die vielleicht gar nicht da sind. Und ja, ich weiß, darum sollte es nicht gehen und die Frau wird natürlich dann auch im Kennenlernen herausfinden, ob sie da tatsächlich dich mag, aber es hilft enorm dabei. Beim ersten Eindruck, es hilft dir enorm auf der Straße, wenn du Frauen ansprichst und wenn du wirklich nach dieser einen Sache suchst, nach diesem, ja fast schon nach dieser magischen Pille, mit der du deine Attraktivität, deine körperliche Attraktivität verbessern kannst, dann schau auf jeden Fall in Richtung Muskeln, in Richtung muskulöser werden, dünner werden, mehr so diese V-Form bekommen deines Körpers, breite Schultern und dann bist du da auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich sage magische Pille, meine es aber nicht ganz so. Es ist die magischste Pille, die du nehmen könntest. Magische Pille bedeutet einfach der leichteste Weg, ein leichter Weg, der zu vielen Ergebnissen führt. Aber unterschätze nicht, wie viel Arbeit es ist, Muskeln aufzubauen, trainieren zu gehen. Und das ist wirklich Arbeit. Bei mir ist es so, ich habe damals angefangen mit dem Ganzen, also ich trainiere schon sehr, sehr lange, seit sehr, sehr vielen Jahren, ohne jetzt richtig muskulös zu werden, weil ich mich nicht krass vollfresse. Ich habe es damals gemacht, um abzunehmen. Mittlerweile mache ich es einfach wirklich sehr gerne. Also ich mag das. Ich mag dieses mit den Gewichten heben und dann gehst du an deine Grenzen und nächstes Mal kannst du mehr Gewichte heben und die Ausführung zu machen. Ich mag es generell, mich zu bewegen. Ich habe damals wirklich angefangen, weil ich besser aussehen wollte. Mittlerweile ist Bewegung für mich was sehr, sehr Schönes, was ich intrinsisch mache, also ohne, dass mich irgendwas von außen dazu motiviert. Ich mag es einfach sehr gerne. Und ich denke, für viele Männer kann das auch ein Weg sein, dass sie anfangen im Sinne von, okay, ja, ein bisschen attraktiver für Frauen werden, aber dann plötzlich herausfinden, dass es wirklich Spaß macht, da auch kontinuierlich dran zu bleiben, sich zu entwickeln. Denn darum geht es ja eigentlich bei uns Männern immer, um Entwicklung, um positive Entwicklung. Das heißt abschließend, zwei große Faktoren, wenn du deine äußere Attraktivität verbessern willst, anziehen, erste Länge der Beschreibung, da habe ich dann ein ganzes Video zu gemacht, und körperliche Attraktivität, alias deine körperliche Fitness. Gerade wenn du sehr, sehr übergewichtig bist, ist das der allerbeste Punkt, wo du ansetzen kannst. Und du wirst dich wundern, was auf einmal mit Frauen passiert, wenn du von diesem sehr übergewichtigen Punkt oder vielleicht auch einem sehr untergewichtigen Punkt zu einem, ja, guten Punkt kommst, wo du gewisse Muskulatur hast, nicht dick bist, nicht zu dünn bist, aber einfach gut durchtrainiert. Und dann wirst du merken, wie die Sache mit Frauen plötzlich deutlich einfacher funktioniert. Und wenn du es dann noch kombinierst mit guten Flirtfähigkeiten, dann bist du auf einmal an einem sehr guten Punkt in deinem Flirtleben. Geil, dass du heute hier warst. Die nächsten Tage wirst du mich nicht sehen, denn ich bin in Wien, habe da was Wichtiges zu tun. Komme erst nächste Woche, Ende nächste Woche wieder. Das heißt, das nächste Video wirst du am Freitag von mir bekommen. Das heißt, fast eine ganze Woche Pause. Ich hoffe, das überlebst du. Schau einfach mal ein paar von meinen alten Videos. Wir sehen uns dann in einer Woche wieder. Geil, dass du hier warst. Links neben mir abonnierst du den Channel, wenn noch nicht gemacht. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Und hier kommst du zu einem weiteren Video. Da kannst du mal schauen, was in meinem Channel noch so los ist. Hier kriegst du weitere Informationen für deinen Erfolg mit Frauen. Geil, dass du hier warst. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dahin. Ciao.